Und jetzt noch mal nach Bremen zu meiner Kollegin Tina Dauster. Die ist bei der SPD-Wahlparty. Ist man dort erleichtert und froh? Ja, hier ist man auf jeden Fall guter Stimmung. Bei mir ist Gönül Bredenhorst, Sprecherin für Bildung in der bremischen Bürgerschaft. Wie war das um 18 Uhr mit der Prognose? Für uns war das natürlich super toll. Wir, die Prognosen haben es ja schon gesagt, dass wir gewinnen werden. Aber ja, gewonnen haben wir noch lange nicht. Aber die Hochrechnung so zu sehen mit 30%, das war super. Danke. Was machen Sie mit diesem Ergebnis? Wie lautet Ihre Analyse? War das der Amtsbonus von Herrn Bovenschulte oder doch die sozialdemokratischen Inhalte der letzten 4 Jahre? Ich glaube, das ist ein Mix aus beiden. Der Senat, der Präsident des Senats regiert ja nicht alleine. Es war zum einen die Koalition, zum anderen aber auch das, was die Fraktionen an sich geleistet haben in der Corona-Krise. Das hat, glaube ich, den Ausschlag gegeben. Wir sind da ja recht gut durchgekommen. Und für meinen Bereich kann ich einfach sagen, ja, wir waren das Bundesland, das am wenigsten die Schulen geschlossen hatte und auch die Kitas. Und das haben die Leute heute auch honoriert. Sie sprechen Ihren Bereich an. Sie sind Sprecherin für Bildung in der bremischen Bürgerschaft. Und trotzdem sind die Bremer Schulen eigentlich immer auf den hinteren Plätzen oder dem letzten Platz. Was wollen Sie ändern in den nächsten 4 Jahren, damit das sich verbessert? Naja, zum einen glaube ich, das betrifft die ganze Bundesrepublik, der Fachkräftemangel, den wir sehr spüren. Wir haben Programme gestartet und Maßnahmen, die, glaube ich, auch schon in diesem Jahr wirken werden. Wir werden zusätzlich zu dem, was wir ausbilden, 50 neue Lehrkräfte dazu bekommen, die wir berufsbegleitend weiterqualifizieren. Und wir haben die Anerkennung der ausländischen Abschlüsse erleichtert. Ich glaube, das wird sich auszahlen. Und je mehr Köpfe in den Schulen sind, desto mehr wird sich das positiv auf die Schulen und auf die Kinder auswirken. Was macht die SPD jetzt mit diesem Ergebnis? Ihre Koalitionspartner, zumindest die Grünen, sind schwer angeschlagen. Ein Fortbestand der rot-grün-roten Koalition oder vielleicht auch eine große Koalition? Ich kann keine Koalitionsaussagen machen. Ich kann nur betonen, wir haben sehr gut mit den Grünen und den Linken zusammengearbeitet. Insbesondere mit den Linken. Und ich könnte mir das durchaus vorstellen, aber am Ende werden Koalitionsverhandlungen geführt. Und dort, wo wir die größten Überschneidungen haben, inhaltlich, dort mit denen werden wir auch koalieren. Also Koalitionsoptionen noch offen. Vielen Dank für das Gespräch. Und ich gebe zurück nach Bonn in unser Studio zu Michaela Kolster.